Der XTC.de WM-Stammtisch wird präsentiert von E-Infra, Netzwerkpartner der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf. Vor 16 Jahren zu den Klängen der Band Glasshouse. Willkommen zum XTC.de WM-Stammtisch, zu einer speziellen WM hier in Oberstdorf, aber auch zu einem speziellen Stammtisch. Diese erste Ausgabe hat es gleich in sich mit zwei Experten, die ich gleich zuschalten werde. Das heißt also, wir werden auch in den nächsten Tagen dann alle Gäste zuschalten als Corona-Maßnahme. Und die zwei sind bereit, deswegen legen wir los. Zum einen auf der rechten Seite aus der Schweiz den Langlauf-Experten des Schweizer Fernsehens und den Rennleiter des neu ins Leben gerufenen Weltcups, Langlauf-Weltcups im Engadin, Adriano Iseppi. Servus. Hallo. Ja. Und auf der linken Seite, ja, den glaube ich muss ich den allerwenigsten vorstellen, trotzdem nochmal ein kleiner Rückblick auf seine Erfolge, zehnfacher Medaillengewinner bei Großereignissen, zweifacher Gesamtweltcup-Sieger, der Sieger der ersten Tour de Ski und auch 2005 hier schon erfolgreich mit der Staffel damals Silber gewonnen bei der letzten WM hier in Oberstdorf. Tobias Angerer, servus Tobi. Servus Mario, grüß dich. So, ja, ich habe es angesprochen. Adriano, servus in die Schweiz. Ich habe es angesprochen, es wird eine spezielle WM werden. Es sind keine Zuschauer zugelassen, es sind umfangreiche Tests vorgesehen für Athleten, für Journalisten und alle Beteiligten. Adriano, wie wird das Thema in der Schweiz aufgenommen, eine WM in dieser Zeit durchzuführen und seine Athleten dahin zu schicken? Ja, wir hatten ja verschiedene Anmessen schon in der Schweiz auf Weltcup-Ebene, auch im Langlauf hatten wir ja Davos Nordic und dann auch die Weltcuprennen in Valmisteir im Rahmen der Tour de Ski. Also wir haben gewisse Erfahrungen jetzt im nordischen Bereich, auch sonst alpine Skirennen haben verschiedentlich stattgefunden. Also das wird eigentlich überhaupt nicht mehr so groß hochgespielt. Man ist sich das gewohnt, dass da die Profi-Anlässe durchgeführt werden können in der Schweiz. Und dementsprechend freut man sich auf die WM, wie man sich eigentlich auch schon auf die WM in Cortina natürlich sehr gefreut hat und auch gesehen hat, dass es eigentlich wirklich sehr gut über die Bühne gegangen ist in Sachen Corona. Nun ist natürlich keine Zuschauer, diese Meldung, die vor zwei, drei Wochen kam, Super-GAU, sage ich mal, den Ausrichter einer Heim-WM. Tobi, wie hast du es aufgenommen, beziehungsweise wie haben es auch die Veranstalter hier aufgenommen dann am Ende? Ja, also man hat ja bis zum Schluss gehofft, dass man wenigstens 2500 Zuschauern an die Schanzen und an die Leuten lassen kann. Aber ja, man hat dann einfach auch das Infektionsgeschehen gesehen und es hat sich dann eigentlich im Januar schon abgezeichnet, dass es dann am Ende leider ohne Zuschauer stattfinden wird. Und es ist natürlich sehr, sehr schade, weil wir brauchen nicht drüber reden, eine Weltmeisterschaft im eigenen Land, das lebt natürlich auch ungemein von den Emotionen und von der Atmosphäre, die einfach auch drumherum herrscht. Das ist ein großes Sportfest und Zuschauer kommen aus allen Ländern und ich kenne 2005, du hast das angesprochen, das war ein richtiges Wintermärchen, ich glaube 25.000 Zuschauern an den Strecken, das war richtig, richtig toll und ich erinnere mich immer sehr gern an diese Weltmeisterschaft zurück und jetzt ist es leider ein bisschen anders, man muss das Beste draus machen und das OK und alle, die beteiligt sind, also da können wir sicher sein, die geben alles, die haben ein Sicherheitskonzept etc. Sich auferlegt, da wird wirklich viel getestet und dann hoffen wir einfach, dass dann am Ende einfach der Sport die Schlagzeilen liefert und dass wir einfach auch tolle und spannende Rennen sehen werden, natürlich jetzt halt am Fernsehschirm. Adriano, du hast es angesprochen, in der Schweiz hat man schon Weltcups organisiert, auch in Deutschland, in Dresden zum Beispiel.
Kann da trotzdem sowas wie ja, ein gewisses Feeling aufkommen dann vor Ort und dann eben auch im Umfeld über die Fernsehbilder und so weiter und so fort? Ist natürlich schon schwierig. Ich habe ja gehört, dass man da in Oberstdorf sehr kreativ war und man sich da etwas einfallen lassen hat, oder? Um da ein bisschen Atmosphäre reinzubringen. Man hat in Ulrisse haben auch gesehen oder da über die Lautsprecher ein bisschen Zuschauergetöse eingespielt, aber es war schon nicht das Gleiche. Und das haben die Athleten auch gesagt, oder ganz klar in Davos oder auch in Balmesteir, wo ja sonst auch ganz viele Leute an die Strecke kommen. Es war natürlich schon trostlos, da so mitmachen zu müssen. Aber ja, sie sind sich selbst ein bisschen gewöhnt, die Athleten, und dementsprechend werden sie sich so eingestellt haben. Ich persönlich oder auch die Schweizer Fans, sie vermissen natürlich, dass sie nicht nach Oberstdorf reisen können. Das wäre ja ein Katzensprung von uns aus. Und ich erinnere mich auch an 2005, als ich da mit Schulklassen dort war, vom Sportgymnasium, sind wir da zweimal angereist, um eben den Tobi da anzufeuern. Und das war ein lebendes Erlebnis, oder? Das können wir leider nicht mehr erleben dieses Jahr in Oberstdorf. Das war wirklich eine super WM. Also das macht mir schon ein blutiges Herz, wenn ich daran denke, dass es nicht möglich ist, als Zuschauer da zu sein. Ist natürlich auch ein Thema, dass junge Nachwuchssportler jetzt nicht hier vor Ort sein können und ihre Idole anfeuern, hautnah miterleben. 2005 waren der ein oder andere, der jetzt hier mit dabei ist, vor Ort und hat seinen Idolen zugefiebert. Ist das was sich negativ auswirken kann auf die Zukunft, Tobi? Ja, mit Sicherheit ist das ein Thema, weil rund um die WM wären ja viele Nachwuchsprojekte geplant gewesen. Also sowohl von Schulklassen über Vereine, die mit ihren Kindern aus ganz Deutschland und Adriano hat schon gesagt, auch aus der Schweiz angereist wären. Und es ist natürlich live was anderes, wenn du deinen Idolen dann zuschauen kannst, wenn du sie anfeuern kannst, vielleicht auch das ein oder andere Autogramm ergatterst. Das ist natürlich was, Kinder leben davon, ja? Und das fällt natürlich jetzt alles weg. Und also draußen, liebe Kinder, liebe Jugendliche, schaut's alles am Fernsehen wenigstens an, feuert die Stars an und macht es ihnen am besten dann auch direkt nach. Und ich glaube, dann kommen wir auch gut über diese Zeit. Und es ist natürlich aber, wie du gesagt hast, schade für die Kinder. Jetzt wollen wir uns gar nicht lang mit dem Thema umfangreiche Tests und Corona und dem allen aufhalten, aber trotzdem nochmal zurück, Adriano, wie du das erlebt hast, sage ich mal, bei den Weltcups in der Schweiz, kann man mit Tests diese Sicherheit herstellen oder einen Großteil schaffen, dass es hier einfach nicht zu einer größeren Ansteckung kommt? Ja, das kann man definitiv. Und das wurde ja auch eindrücklich bewiesen. Man hat das wirklich sehr, sehr gut abgewickelt. Ich kann natürlich jetzt von den Wettbewerben da in der Schweiz berichten, oder? Das ist wirklich vorbildlich gemacht worden, auch vorbildlich von den Athleten eingehalten worden, von den ganzen Teams, oder wie sie da entsprechend die Tests über sich gehen lassen haben. Ich denke, die sind sicher an den WM-Orten oder jetzt an den Weltcup-Orten bis jetzt und jetzt auch an der WM, also an manchen anderen Orten. Oder wir kommentieren ja auch aus Zürich diese WM. Das ist so eine Auflage vom Schweizer Fernsehen. Auch Cortina wurde aus Zürich kommentiert. Und ja, ich denke, ich wäre sicherer in Oberstdorf als in Zürich. Aber es ist leider so. Ich darf nicht vor Ort sein und das ist schon speziell. Und ja, das ist schon nicht ganz ideal. Gut, dann lassen wir das Thema und kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Dingen, sprich dem Sport, beziehungsweise das, was den Sportlern in den nächsten Tagen blüht. Das Wetter, es ist sehr warm hier in Oberstdorf, fast frühlingshaft. Tobi, wie wirkt sich das aus auf die Sportler, auf die Strecke und allgemein? Ja, natürlich. Wir hätten uns jetzt natürlich auch kalte Temperaturen gern gewünscht, aber es ist nun mal ja so. Und es ist natürlich, wenn es warm ist, ist der Schnee natürlich auch oder die Strecke sehr, sehr weich und spielt natürlich schon eine Rolle. Es gibt natürlich auch Sportler und Sportlerinnen, die bei wärmeren Temperaturen auch vielleicht Probleme bekommen, die sie vielleicht in einem normalen Winter nicht haben. Also das sind viele, viele Facetten, die da reinspielen können. Auch das Material wird eine extrem große Rolle spielen. Man hat es ja vor 2 Jahren schon in Seefeld gesehen. Ich erinnere mich da gerne an das deutsche Team zurück, die in den Klassischrennen immer vorne rausgefahren sind, weil das Material richtig, richtig gut war. Und ja, das könnte schon auch ein kleiner Vorteil auch werden. Der andere Punkt ist die Streckenpräparierung, sage ich mal. Der Veranstalter ist da auch vor der einen oder anderen Herausforderung.
Adriano, wie siehst du das? Ist es machbar, so eine Strecke über ja auch doch mehrere Tage so fest oder so gut zu präparieren, dass es für alle möglichst faire Bedingungen hat? Es ist sicher eine Riesenherausforderung und ich denke, man hat da wirklich sehr, sehr gute Leute am Start in Oberstdorf, im OK. Und man hat das ja auch in Fohlen, vielleicht bei der vorletzten WM oder der vorvorletzten 2015 gesehen, oder wie groß die Herausforderung ist, oder auch wie geht man mit dem Salz um, oder wie früh geht man da rein mit dem Salz auf die Strecke. Man kann die Strecke auch kaputt machen, wenn man zu früh auf dieses Mittel noch greift und entsprechend muss das wirklich ganz, ganz gut durchdacht sein und entsprechend auch zum richtigen Zeitpunkt dann das Richtige gemacht werden. Aber so wie ich jetzt das vom Schiff aus sehe, von der Schweiz aus, habe ich wirklich das Gefühl, das kommt gut in Oberstdorf, die haben da extrem viel Erfahrung, die haben das im Griff und die werden diese Strecken wirklich sehr, sehr fair hinbekommen, dass es dann wirklich auch der Beste ist, der gewinnt oder die Beste. Die Strecken mal ganz allgemein betrachtet, Tobi, haben ja vieles gemeinsam noch mit den 2005er Strecken. Wie sind deine Erinnerungen daran, beziehungsweise was ist auch neu oder was ist nochmal spezieller geworden? Ja, also die Strecken in Oberstdorf, das sind schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also der Burgstall, der kommt für mich eigentlich gleich nach dem Mörderbacken in Falun. Da geht es gefühlt nur bergauf und das wird, denke ich, so eine der entscheidenden Stellen dann werden in den Distanzrennen. Der Stadionbereich, der wäre jetzt eigentlich prädestiniert für die Zuschauer natürlich. Es ist alles einzusehen. Du hast die verschiedenen Anstiege mit den Abfahrten, scharfe Kurven, wo du den Schwung mitnehmen musst. Also es ist eigentlich alles sehr in Stadionnähe und gut einsehbar. Und deshalb ist es auch umso schade eben, dass keine Zuschauer da sein können. Aber es sind würdige WM-Strecken und es werden am Ende die Besten vorne sein. Also das ist meine Einschätzung. Kommen wir mal zu denen, aus denen die Besten dann im Endeffekt herauskommen werden. Jetzt habe ich euch ja mit Absicht gewählt, sage ich mal, dass wir einen Einblick in das Schweizer Team und in das deutsche Team bekommen. Adriano, wenn du so vorausschaust auf die nächsten Tage, wer sind die chancenreichsten Schweizer Athleten? Worauf werden die Schwerpunkte gelegt? Wo rechnet ihr euch, ja, sage ich mal, die größten Erfolgschancen aus? Ja, wir müssen nur auf die Saison ein bisschen schauen oder auf die letzten zwei Saisons, wer da sich wirklich sehr, sehr positiv entwickelt hat. Das ist glücklicherweise nicht nur Dario Colonia. Das Schweizer Team besteht nicht mehr nur aus Dario Colonia, sondern wir haben dann im Damenbereich wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und ich Sprint jetzt im Speziellen mit Laurin van der Graaf und mit Nadine Fähnrich wirklich zwei Trümpfe im Ärmel, die jetzt vielleicht morgen schon stechen oder sonst hoffentlich dann wirklich definitiv beim Team Sprint, wo sie ja auch die letzten 4 Mal aufs Podest gelaufen sind. Also das ist sicher unsere große Hoffnung. Wer weiß, in einer Staffel, wenn es dann wirklich aufgeht, kann vielleicht auch noch etwas möglich sein. Da sicher eher auf der Herrenseite. Wir haben ja auch schon Podestplätze dort erreicht in der Staffel. Und dann sicher, wenn Dario Colonia, vierfacher Olympiasieger, Goldmedaillengewinner dort und auch 3 WM-Medaillen, der weiß, wie es geht an WM, der weiß, wie es geht an Großanlässen, dann wirklich bereit zu sein und er hat sich sehr gut vorbereitet und er ist bereit, aber er braucht natürlich das nötige Wettkampfglück, wirklich die nassen Temperaturen, die vielleicht auch dem Schweizer Team ein bisschen entgegenkommen, diese Handstruktur, die da als Trumpf im Ärmel haben, die werden sie vielleicht wieder spielen können und dann, ja, er weiß, bleiben die Ski gut und gute Tagesform und dann denke ich eben an Dario Colonia, Laurin van der Graaf, Nadine Fähnrich, wer weiß, eine Überraschung vielleicht von den anderen Athleten, das hoffen wir bis zuletzt. Tobi, siehst du das ähnlich? Also jetzt auf die Schweiz betrachtet? Ja, er hat das, er ist ein Experte, gell? Hat das na, super erklärt. Also wie gesagt, über Dario Colonia braucht man überhaupt nicht reden. Der weiß es ja eben auch, wie man bei einem Großereignis dann um die Medaillen läuft. Er hat natürlich schon große Konkurrenz und er wird ja auch nicht mehr jünger. Aber man sieht deutliche Entwicklung in der Schweiz. Also das ist wirklich toll zu sehen, auch vor allem im Sprintbereich mit den Jungen, mit Ribli, mit Grand und wie sie alle heißen. Und im Damenbereich, ich meine, ich war live dabei in Dresden beim Weltcup, als Nadine Fähnrich und Laurin van der Graaf richtige Akzente gesetzt haben und hier auf dem Podest gelandet sind. Also das man sieht, und es ist auch wichtig für den internationalen Langlauf, dass halt einfach auch viele Nationen
mittlerweile ums Podest mitlaufen können. Und das macht es eigentlich dann einfach interessanter, als wenn jetzt halt nur Norwegen und Russland sich die Plätze teilen. Wie ist deine Einschätzung zum deutschen Team? Ja, also das Wichtigste ist erst einmal, dass alle gut durchkommen sind bis jetzt durch die Saison. Wenig Ausfälle, es konnten alle Rennen, die sie laufen wollten, auch absolviert werden. Und ich bin schon zuversichtlich, also dass jetzt da hier bei der WM ihre beste Leistung abrufen. Sie haben viel auf den Strecken trainiert. Sie kennen jetzt die Umstände drumherum, was alles ist in Oberstdorf. Und wenn, wie Adriano auch schon gesagt hat, das nötige Quäntchen Glück dazu kommt und die Tagesform passt, dann denke ich, kann in den Teamwettbewerben schon was möglich sein. Also das ist das, was der Peter Schlickenrieder auch gesagt hat. Im Team sind die Chancen bestimmt am größten, wenn jeder an dem Tag X seine Bestform bringen kann und in Einzelrennen, ja, also Top-10-Ergebnisse wären natürlich schon toll, wenn wir das schaffen könnten. Jetzt hast du natürlich einen Namen nicht in den Mund genommen, um mir nicht so viel Druck aufzuladen. Katharina Hennig. Was sagst du hier? Ja, er hat natürlich eine tolle Entwicklung genommen. Also die letzten Jahre, jedes Jahr, Step by Step, ist sie einfach einen Schritt nach vorne kommen. Und das ist einfach auch toll mit anzusehen, diese Entwicklung. Dass es einfach auch kein Hexenwerk ist, sondern dass es harte Arbeit ist, um sich jedes Jahr diesen einen kleinen Schritt zu verbessern. Und was sie heuer auch wieder zeigt hat, ob das bei der Tour de Ski war oder letztens in Falun, sie ist jetzt da vorne mit angekommen und ja, also ich lasse mich überraschen und ich denke, dass sie gut drauf ist. Blick mal abschließend noch kurz auf den Sprint morgen. Die erste richtige Entscheidung, heute hat es ja schon die Qualifikationsrennen gegeben für die Einzelstarts mit den ganzen sogenannten Exotennationen. Was sagt ihr zum einen, also der Sprint ist ja vorverlegt worden, um die Bedingungen noch ein bisschen besser oder gut zu halten, sage ich jetzt mal. Also es wird jetzt ja morgen schon um 9 Uhr die Qualifikation geben, um 11.30 Uhr dann die Finalläufe und zum anderen die Strecke. Ist sie eine Klassik-Sprint-Strecke? Adriano? Ja, definitiv. Eine sehr interessante, das haben wir ja schon bei den letzten Bewerben gesehen über diese Strecke. Das gibt sehr, sehr spannende Schlagabtausch da auf dieser Strecke. Es beinhaltet wirklich diese Steigungen, die man braucht im Klassensprint, die man auch sehen möchte. Es ist sehr, sehr anforderungsreich und nachher mit dem Finish eigentlich auch wiederum wirklich sehr spannend bis zum Schluss, bis auf die Zielgerade. Also die Strecke, die bietet wirklich alles. Natürlich die speziellen Bedingungen morgen, die kommen dazu. Hoffentlich bleibt es dann auch fair, oder von dem ersten Viertelfinal bis zum letzten. Da hört man ja schon Stimmen, dass es dann vielleicht um diese Uhrzeit dann eben extrem kippen kann. Aber ich denke, die Entscheidung war absolut richtig, dass man das vorverlegt, dass man da wenigstens einen Prolog bei den wirklich top fairen Bedingungen absolvieren kann und dann eben der Beste und die Beste. Tobi, wo muss man angreifen, um zu gewinnen morgen? Ja, also Adriano hat's gut erklärt, wenn die Bedingungen natürlich tief werden und ich denke da auch besonders an die Abfahrten und das haben auch die Sportler schon berichtet, dass es dann schwierig ist abzufahren und dann glaube ich, muss da einen offensiven Weg wählen. Das heißt dann auch dich möglichst weit vorne aufhalten, damit du auch Sicht hast, weil wenn diese Rillen dann so 10, 15 Zentimeter tief werden, dann kann es schon einmal gefährlich werden. Und deshalb sage ich, möglichst offensiv laufen und ziemlich weit vorn aufhalten. Aber das ist ja im Sprint gang und gäbe. Und wie gesagt, ich lasse mich auch überraschen. Bin auch gespannt, wie die Bedingungen sich um die Mittagszeit, wie das sein wird. Und dann, ich hoffe einfach auch auf ein faires Rennen und dass dann am Ende wir einen tollen Sport gesehen haben und eine Werbung für den Langlauf vor allem. Wer kann das am besten aus dem Schweizer Team umsetzen morgen, Damen und Herren? Adriano? Also bei den Herren ist es definitiv schon Hediger im klassischen Sprint, oder das ist unsere schwächere Disziplin im Sprint, das müssen wir nicht schönreden. Für die Jungen geht es darum, da auch Erfahrungen zu sammeln, sicher auf Weltmeisterschaftsparkett und bei den Frauen denke ich an Nadine Fähnrich über diese harte Strecke.
ja, wenn sie eben mit diesen tiefen Bedingungen auch wirklich gut zurechtkommt, ist sie sicher auch für einen Top-Platz gut. Oder sie ist auch schon besser gelaufen in einem Einzelsprint. Also die hat drauf, auch Laurin natürlich. Aber so rein von der Formkunst und von der Souplesse über die harte Strecke würde ich jetzt da Nadine als Favoritin aus Schweizer Team betiteln. Tobi, bei den Deutschen? Ja, ich lasse mich überraschen. Also, wie gesagt, das Ziel muss auf jeden Fall sein, die Top 30 zu schaffen. Also, das ist morgen einfach das Wichtigste. Und dann beginnt das Rennen von neuem. Also, dann geht es ja erst richtig zur Sache. Und wie gesagt, im Viertelfinale, es ist eine WM, es ist alles möglich. Aber wichtig ist, glaube ich, dass du einen sehr guten Prolog hinlegst, damit du auch dieses Selbstvertrauen auch selber spürst und auch merkst, dass da was geht. Und dann im Kampf Frau gegen Frau und Mann gegen Mann ist alles möglich. Offensiv laufen und dann lassen wir uns überraschen. Also ich glaube, dass da morgen schon das ein oder andere gute Ergebnis dabei sein kann. Bei den Favoriten auf den Sieg lasse ich die jetzt aber nicht ohne Namen raus. Wer ist dein Siegfavorit bei den Herren und bei den Damen? Darf ich zwei auch nennen oder drei? Nein, also ich normalerweise würde ich schon sagen, bei den Frauen, also es geht bestimmt über die Schwedinnen. Also Lynn Swan schätze ich stark ein, auch die Anna-Maria Lampic ist für mich so ein kleiner Geheimfavorit, oder das Geheimfavorit ist das eigentlich schon immer. Aber es ist natürlich abhängiger von den Bedingungen. Und bei den Herren tippe ich auf Klebo. Klebo vor, wen nehmen wir denn? Svensson. Adriano? Zum Glück musste jetzt Tobi anfangen. Kann ich mich anschließen? Er ist der absolute Experte. Das wird genau so kommen, wie es prognostiziert. Ja, genau. Ich denke, von Lindborn und wer weiß, vielleicht eine andere, die wirklich sehr gut auf dem Ski steht. Vielleicht am Schluss trotzdem Laurin van der Graaf, weil sie eine extrem filigrane Technikerin ist und sehr gut um die Ecke kommt und im tiefen Schnee gut zurechtkommt. Wunschdenken natürlich. Und bei den Herren, ja, wer soll den Kleber schlagen? Vielleicht den Walnes, wenn er wirklich einen guten Tag hat. Ist vielleicht ein bisschen schwer, diesen Verhältnisse. Ja, es gibt ein paar, die vielleicht den Kleber ein bisschen das Leben schwer machen können. Hoffentlich, vielleicht der eine oder andere Russe. Bin ich gespannt. Ich freue mich morgen schon auf die Analyse und auf den Abgleich mit euren Favoriten. Morgen mit meinem Kommentator Jens-Jörg Rieck von der ARD und hoffentlich dann einem Athleten. Ich sage erstmal Danke und wir freuen uns, denke ich, alle auf die nächsten Tage und sehen uns und hören uns bis dahin. Servus, ciao. Dankeschön, ciao. Okay. Ciao. Ciao.